Herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider mit mir, dem Jacho85 vom Knalltüten Gaming. Und wir sind immer noch mit Jürgen in unserer Geheimkammer und untersuchen alles ganz genau. So, geh mal weg, Jürgen. Tja, das Licht ist wieder eingestaubt, der Kram. Kann man irgendwas finden hier vielleicht, um das abzuputzwischen? Ja, schön, dass es hier leuchtet. Also mit Jürgen reden. Ich helf dir rauf. Das ist aber nett. So, erstmal abputzen. Hey, sehr gut. Hat geklappt. Ja. Das Licht zeigt da entlang. Ja, immer dem Licht entlang. So. Der EP ohne Ende. Jetzt sind wir im nächsten Raum. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Oh, das war knapp. Lara! Bist du in Ordnung? Gute Falle. Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Wen? Ich muss den Lichtstrahl auf das Fresko von Veronika richten. Also Veronika? Ich muss den Lichtstrahl auf das Fresko von Veronika richten. Okay, da haben wir Veronika. Die Leute wurden ist. Ach, das Veronika. An der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Irgendjemand teste Veronika. Deswegen können wir das Licht jetzt drehen. Und ob das Veronika ist. Wenn das Veronika ist. Gucken wir. Ich krieg's hin. Ich muss die Stange drücken. Ja, ja. Aber Achtung. Eingerastet. Oh, wir sind eine Etage tiefer. Die Tür als Kreuz. Finde ich schlecht. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Jesus. Jürgen, machen wir keinen Spaß hier. Alte Spaßmaschine. Jetzt geht's hier durchs Kreuz durch. Das ist der Heiligen. Hätte ich ja fast gerade durchgehen können. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Station 6. Ich muss den linken Lichtstrahl auf die Kreuzigungsszene lenken. Den linken Lichtstrahl? Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. So, Moment mal. Ich muss den linken Lichtstrahl auf die Kreuzigungsszene lenken. Die Kreuzigungsszene ist dann das. Das heißt, den Wagen nach vorne schieben. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Das ist der linke Lichtstrahl. Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Eine Untergrundsekte. Steht nicht. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist die Kreuzigung? Ich muss die Stange drücken. Achso, dann wird es scheint richtig zu sein. Ja, das ist die Kreuzigung. Dann schlagen die Römer die Nägel ein. Ich muss den rechten Lichtstrahl auf die Szene lenken, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Dann haben wir hier Lichtstrahl. Und dann wurde er ins Kreuz genagelt. Ich muss den rechten Lichtstrahl auf die Szene lenken, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Rechten Lichtstrahl. Was denn? Ja. Ja, das ist das erste Mal. Jetzt ziehen das Ding mal. Mal sehen. Nee, ist falsch rum. Also doch, andersrum schieben. Und der Jürgen, der läuft einfach so gemütlich rum, ich glaub's ja nicht. So, okay. Und jetzt an die Kreuzigungsszene. Ne, das ist keine Kreuzigung. Ja, das ist nämlich geleuchtet. Ich muss die Stange drücken. Ja, das war klar.
Und drück die Stange. Das war richtig. Wie immer bin ich froh, dass wir auf einfach spielen. Da kommen wir wenigstens einfach voran. Das ist ja tolle Sarg. Na gut, was ist toller Sarg? Sarg Raumfly. Das Ding muss schon hunderte Jahre dort stehen. Und der Typ da unten schon hunderte Jahre dort liegen, offensichtlich. Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen. Dann. Boom. Ah. Keine Zeugen. Hm. Wirklich ein mumifiziert, wie das Wort heißt. Das muss die Schatulle sein. Das ist er, ja. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Hm. Die können Latein. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Hm. Zimmt die Schale offensichtlich? Ist nichts passiert. Aber das ist die ominöse Schale. Und das ist ein ominöses Erdbeben. Ne, in einem öffentlichen Raum. Oh nein, das ist öffentlicher Raum. Das stürzt alles ein. Na toll, wir sind mal wieder unter Wasser. Sicherheit schwimmen. Definitiv in Sicherheit schwimmen. Oh. Nur schnell, schnellere Kraft. Ja. Nur schnell hier. Oh Gott. Ach du Scheiße, es ist enge hier. Aber sie schafft es. Schnell. Mach's kaputt, schnell. Wie kann ich noch so lange die Luft anhalten? Ich wäre echt schon mehrmals ertrunken. In ihrem Leben natürlich. Gruselhand. Jo, schnell. Oh, jetzt war's auch wirklich knapp. Schnell! Das Bild flackert ja schön, das ist sehr schön. Du musst dich kurz aufmachen. Geschafft. Jürgen? Oh, das ist der Boss. Und die haben Jürgen. Toll. Wo ist sie? Keine Ahnung. Das könnten wir eventuell abrechnen. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Hm? Dann sind wir hier wohl fertig. Amaro! Das konnte sie jetzt nicht machen. Nicht schießen. Lass ihn sofort gehen. Oh oh. Halt durch, Jürgen. Wir retten dich. Lass ihn frei. Und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust.
gucken, ob man freilässt. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Die nicht. Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Honoratus, die Sonne wiederherstellen. Hm, aber das macht. Ich muss die Bedrohung vernichten. Das war zu erwarten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Ja, jetzt geht's los. Penner die alle weg. Lara, lauf! Haltet ihn auf! Mach ihn platt. Au! Das Gewehr an die Gusche gehauen. Wird aber erst mal platt, zumindest vorübergehend. Alle Einheiten, hier Commander Rook, Jonah Mayara, du Idiot. Crofts Freund, bei Sichtkontakt, Feuer frei. Oh, oh, ist bestimmt wieder Ärger. Na, selbstverständlich. Das ist ein Superheld dort. So, jetzt wird's wieder interessant. Durch die Trinity-Truppen kämpfen. Ja, sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich uns... Oh. Ich will jetzt hier sterben, genau. Okay. Das war jetzt einfach mal ein Versuch, aber so geht's nicht. Okay, also durch die Trinity-Truppe kämpfen. Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Ja, ja, ich denke auch. Zurück zum Kern und alles ist vorbei. Jetzt verteilen sich alle schön. Können wir wieder ablenken. Hä? Überprüfung läuft. Ich hab hier was! Laut habe Sichtkontakt! Ja, toll. Zu durchballern. Das kannst du doch besser. Das kann ich besser, das habt ihr gesehen. Auf und wo? Ah ja. So, okay. Jetzt erstmal Ruhe im Karton. Manchmal hilft einfach nur hohe Waffengewalt. Gegen solche bösen Buben hier. Mit Schlamm einschlammen? Was für ein Schlammmassel. So, okay. Blume? Zwei Energie? Sehr gut. Hier durch. Hier spricht Rook. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole. Euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche. Na toll. Wirklich bloß ja. Oh, blind ballern. Position wechseln.
Puh. Ich glaube, sie ist abgehauen. Ich glaube, du bist tot, Kumpel. Geile Sache, hier ist jetzt frisch Action. Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Ja, ja. Wir müssen nur kurz noch ein bisschen aufräumen hier. Böse wegpennern. Was ist das jetzt hier? Das können wir. Wir können erstmal gucken, was wir was einsammeln können. Im Fall ist es wirklich ganz knapp hier. Mit der Muni und so. So, hier gibt es noch eine schöne Dose. So. Hier hinten geht's ran, lang. Nein, noch rum. Da geht's raus. Okay, da haben wir das tun. Puh. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Ja. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Okay, jetzt! Oh. Nur so scheiße schießen. So. Rumkarton jetzt hier. Muni ran. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ist nicht schlimm. So, nee, ist nichts. Das ist so eine Blume, bestimmt Energie. Reiß dich zusammen. Hä? Von wo? Ah, hier vorne. Werde gefälligst rot angezeigt, du Böser. So, okay. Schießen ganz gut. So, okay. Lara, ich bin in dem Heli. Ich hab den Piloten. Was? So gut. Okay, da den Heli. Okay, dann mischst du hin. Hä? Schnell, sagt er da. Soll ich denn hier durchkommen?
Na ja, mal einsammeln. Wo denn jetzt dahin? Schlammbedeckte Wände, ja schön. Na, da kommen wir jetzt gar nicht so weit hin. Ah, ja, durch. Ah, okay. Schnell aufmachen. Schnell! Also, wir drücken ja. Wie verrückt! Mal schnell. Nein. Oh. Oh oh. Jetzt hat er hoffentlich nicht ab mit der Kiste. Ist in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Oh. Müssen wir einfach alle mal zerlegen, Typ. Jetzt hat er nicht wieder ab, oder? Bereit? Oh ja, alles klar. Bin okay. Hm? Willst du nicht auf uns schießt, der Typ? Der Böse. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wär's gut gegangen. Soll der ab? Sehr schön. Wir kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Hab ich schon mal gehört irgendwo. Himmel? Oh, die nächste Flutwelle. Na toll. Oh, wie schnell. Du heilige Kacke. So, das ganze Dorf wird geschwommen. Ich spür's. Heiliger Bimbam. Schnell hoch. Nein! Au, oh, jetzt sind sie wohl erschlagen. Nur Doppelsprung machen. Einen dringenden Doppelsprung. Das ist die Flutwelle. Ah, das wird schon mal gesagt. Okay, ich will los. Anfangen krieg ich mal hin. Groovy, groovy. Gelandet. Ja. Gut. Gehen wir gerade aus. Durch das Haus. Durch das Haus, ja. Immerhin sagt es. Oh. Schnell. Ganz knapp. Oh. Nein, nein, ist gut. Oh oh. Spring! Boah, das ist so eine hektische Szene. Au! Ich schätze mal, da werden wir wahrscheinlich unseren Anker schmeißen müssen. Da werden wir unseren Anker schmeißen müssen. Das probieren wir okay noch ein zweites Mal. So, jetzt haben wir gerade vorbeigehupt. Ja, sehr schön. Wir lassen uns einfach ganz gekonnt. Wir sterben, ist mir aber ins Leben gegangen, toll. So, das lassen wir noch schön laden. Wir rutschen, wir machen Pause und beenden diese Folge und ihr seht den Rest in der nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider. Bis dahin, macht's gut, euer Jaro, 85. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.